Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von dem führenden Spezialisten für Gelenkwellen, Rotorion. Hallo und herzlich willkommen zu den Autonews. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Melanie Kusterer. Volkswagen steigt bei Suzuki ein. VW wird mit 19,9% bei Suzuki einsteigen. Der japanische Auto- und Motorradhersteller wird dafür im Gegenzug bis zur Hälfte des Kaufpreises in VW-Aktien investieren. Volkswagen zahlt nach Angaben eines Sprechers 1,7 Milliarden Euro für den Einstieg bei Suzuki. Mit der in Tokio vereinbarten strategischen Partnerschaft wollen beide Unternehmen ihr Fahrzeugangebot erweitern sowie ihr weltweites Vertriebsnetz und die Produktionskapazitäten bündeln. VW betonte, dass die Eigenständigkeit beider Konzerne gewahrt bleiben solle. Synergieeffekte versprechen sich VW und Suzuki vor allem bei der Präsenz auf den Wachstumsmärkten sowie bei der Entwicklung und Produktion umweltfreundlicher Kleinwagen für Schwellen, aber auch Industrieländer. Renault-Nissan baut Elektroauto-Akkus in Portugal. Ab 2012 lässt die Renault-Nissan-Allianz die Energiespeicher ihrer künftigen Elektroautos in Portugal fertigen. Der erste Spatenstich für die neue Fertigungsfabrik der Lithium-Ionen-Batterien am 250 Kilometer nördlich von Lissabon gelegenen Standort erfolgt im Jahre 2010. Die geplante Jahreskapazität liegt bei 50.000 Einheiten. Insgesamt kostet Nissan das Projekt, bei dem mindestens 200 neue Arbeitsplätze entstehen, mehr als 160 Millionen Euro. Die neue Fertigungsstätte ist Teil des zwischen Portugal und dem Fahrzeugbauer vereinbarten Zero-Emission-Mobilitätsprogramms. Während Renault-Nissan ab Januar 2011 die Elektrofahrzeuge liefert, hat sich die portugiesische Regierung verpflichtet, in den kommenden 2 Jahren landesweit ein Netz mit 1.300 Ladestationen aufzubauen. Den Anfang der E-Fahrzeugflotte macht Nissans Leaf, der Ende 2010 auf den Markt kommt. Insgesamt ist der Bau von 7 Elektromodellen unter den Marken Renault, Nissan und Infiniti beschlossene Sache. Neben Portugal entstehen weitere Batterieproduktionsstätten in Frankreich, Japan, USA und Großbritannien. Dacia Duster kommt Anfang 2010 auf den Markt. Die Renault-Tochter Dacia erweitert ihre Modellpalette und bringt den Geländewagen Duster Anfang 2010 in den Handel. Er ist wahlweise mit Allrad- oder Zweiradantrieb erhältlich. Als Motorisierungen stehen 2 Vierzylindermotoren aus dem Renault-Regal zur Wahl, ein 1,6 Liter Benziner und ein 1,5 Liter Diesel mit Rußpartikelfilter. Eine Bodenfreiheit von mehr als 200 mm und ein Unterfahrschutz sollen für Geländetauglichkeit sorgen. Laut Dacia bewältigt der Duster Böschungswinkel von bis zu 30 Grad. Den Verkaufspreis für den Duster nannte Dacia bislang nicht. Bosch, Deutz und Eberspächer gründen Joint Venture. 4 Monate nach ihrer Ankündigung haben der Motorenhersteller Deutz und die Autozulieferer Bosch und Eberspächer ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Abgasreduzierung bei Bau- und Landmaschinen besiegelt. Das Joint Venture namens Bosch Emission Systems mit Sitz in Stuttgart soll mit zunächst rund 100 Mitarbeitern Anfang 2010 an den Start gehen, wie Deutz am Mittwoch in Köln mitteilte. Die Serienfertigung der Anlagen zur Abgasnachbehandlung von Dieselmotoren ist für das 3. Quartal des kommenden Jahres geplant. Das Gemeinschaftsunternehmen soll entwickeln, produzieren und vertreiben. Als Kunden haben die Firmen Motoren- und Maschinenhersteller in aller Welt im Blick. Wegen strengerer Umweltauflagen in Europa, den USA und Japan erwarten Experten einen wachsenden Markt für Anlagen zur Abgasnachbehandlung. BMW stellt Wasserstofftestflotte ein. Die Münchner werden vorerst keine neuen Wasserstoffautos für Flottenversuche bauen. Mit der bisherigen Kleinserie von 100 Fahrzeugen seien rund 4 Millionen Kilometer zurückgelegt und genügend technische Erkenntnisse gewonnen worden, so das Unternehmen. Nun müsse das Hauptaugenmerk auf Fragen rund um die Betankung und die Versorgungsstruktur gelegt werden. Die bisherigen BMW Hydrogen 7 sollen auch weiterhin bei ausgewählten Kunden im Einsatz bleiben. Damit dementierte BMW Medienberichte, nach denen Wasserstoff als Antriebsalternative nicht weiter im Konzern verfolgt und nun ausschließlich auf Elektromobilität gesetzt werde. Anders als bei anderen Fahrzeugherstellern nutzt BMW den Wasserstoff nicht für den Betrieb einer Brennstoffzelle, sondern verbrennt ihn innermotorisch.
Das waren die Auto-News für dieses Mal. Danke fürs Zusehen. Bis bald und tschüss.